Schmidt, hi Annika. Hallo, freut mich sehr, dass so viele da sind, trotz schlechten Wetters. Ja. Freut mich auch und liebe Grüße an alle, die jetzt im Livestream zu Hause dabei sind. Ach ja, stimmt, den gibt's ja auch. Den gibt's auch noch. Möglicherweise sind das sogar sehr viele Menschen, weil Annika unter dem Handle Ardent Historian auf Twitter mindestens, mehr als 50.000 Leute inzwischen folgen, ne? Ja, ich glaube schon. Ja. Sehr bizarr. Annika ist freie Journalistin und spezialisiert, ihr ahnt es wahrscheinlich, auf die USA. Sie wurde kürzlich vom Medium-Magazin in die Top 30 unter 30 Liste von JournalistInnen gewählt. Und genau, sie schreibt Artikel und macht Podcasts hauptsächlich über die evangelikalen Rechten in den USA. Genau, dieses Spezialgebiet also haben wir hier. Amerikas Gotteskrieger ist jetzt diese Woche erschienen bei Rowohlt Polaris, wie die religiöse Rechte die Demokratie gefährdet, der Untertitel. Und das ist, also es ist extrem schwierig, das zusammenzufassen, weil es ein krass, krass dichtes Buch ist. Es ist super faktenreich und es gibt einen sehr, sehr breiten und tiefen Überblick darüber, wie vor allem im 20. Jahrhundert, vor allem ungefähr seit den 50er, 60er, 70er Jahren, die Netzwerke der religiösen Rechten sich weiter etabliert haben und welchen Einfluss sie nehmen auf die US-amerikanische Politik. Ich meine, mit der Wahl zu Trump ist ja quasi nur das i-Tüpfelchen erreicht. Das geht ja viel länger und viel tiefer und viel weiter. Und wie das genau aussieht, das erfahrt ihr in diesem Buch. Das ist sehr aktuell, also der Sturm auf das Kapitol am 6. Januar ist drin, Verschwörungstheorien sind drin, aber wie gesagt, es gibt auch einen historischen Abriss. Und bevor wir aber über die Themen sprechen, möchte ich erstmal über dich sprechen. Oh weh. Was ist denn dein Bezug zu den USA? Wie kam es dazu? Ich glaube tatsächlich, dass ich hatte immer schon eine Faszination für die Kombination von Politik und Religion, wie man sie in den USA vorfindet, gerade weil sich das auch zumindest in der Rhetorik und in der, ich sag's mal, in der Offensichtlichkeit so sehr von unserer politischen Szene hier unterscheidet. Und ich habe etwa vor 10 Jahren angefangen, das irgendwie näher zu beobachten. Das fing irgendwie an, mehr so als so persönliches Interesse. Und ich habe auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder Artikel angeboten. Und es hieß immer, naja, das ist schon sehr Nische. Und es hat jetzt ja nicht so richtig was zu tun mit der politischen Situation. Und ich sagte immer, schon. Und als Trump dann kam, änderte sich das so langsam, aber auch nicht so wirklich. Und aber nach dem 6. Januar schien das Interesse doch deutlicher da zu sein, was die Leute dazu getrieben hat und wo die auf einmal herkamen. Genau, der 6. Januar ist mein Stichwort. Du fängst ja an mit dem Sturm auf das Kapitol. Aber ich habe es ja eben schon angedeutet, wir haben ja wirklich ein sehr komplexes Material, Religion, Politik, Kapitalismus, Geschichte, Medien. Wie bist du da vorgegangen bei der Recherche? Wie hast du das gebündelt und strukturiert? Und wie lange hast du daran geschrieben? Warum hast du den Sturm auf das Kapitol als erstes genommen? Ja, also ich habe tatsächlich, obwohl ich eigentlich eher ein Drauflos-Schreiber bin, mich dazu gezwungen, mit dem Inhaltsverzeichnis anzufangen, was meinem Schreibstil eigentlich widerstrebt. Aber ich wusste, ich muss es gut strukturiert erstmal überhaupt für mich aufbereiten, sonst wird das auf gar keinen Fall was. Und ich fand, der Sturm auf das Kapitol eignete sich als Rahmen deswegen ganz gut, weil ich glaube, es war eben, wie gesagt, der Moment, wo Leuten weltweit auffiel, da stimmt irgendwas nicht. Da laufen Leute mit christlichen Symbolen neben Leuten, die einen Camp Auschwitz-Pullover anhaben. Wo kommt das auf einmal her? Und die Sache ist halt, es kam nicht auf einmal irgendwo her, sondern es war halt eine längere Entwicklung. Und das heißt, ich hatte schon länger die Idee, was dazu zu machen und hatte auch schon länger Material zusammengetragen. Es gab vor allem in den letzten so 3 bis 5 Jahren ganz viel neue, spannende Forschungsliteratur dazu, sowohl von Soziologen als auch von Religionswissenschaftlern und von Politologen. Wir haben jetzt zum Beispiel zum ersten Mal auch wirklich Zahlen, was christlichen Nationalismus angeht, was sehr hilfreich ist bei Diskussionen zu dem Thema. Was für Zahlen zum Beispiel? Also zum Beispiel, die Frage kommt ja ganz oft, wie verbreitet ist das? Mhm. Und es gibt zwei Soziologen, Perry und Whitehead,
die eben zum ersten Mal eine repräsentative Umfrage zu dem Thema gemacht haben, in Zusammenarbeit mit der Baylor Religion Survey. Das ist eine ganz große Befragung zu religiösen Ansichten in den USA. Und da wurden eben auch Statements zu christlichem Nationalismus abgefragt. Und das hat wiederum ergeben, dass insgesamt knapp mehr als die Hälfte aller Amerikanerinnen und Amerikaner den christlichen Nationalismus entweder unterstützen oder ihm zumindest eher positiv gegenüberstehen. Das heißt, also wie gesagt, christlicher Nationalismus ist ein Spektrum. Man kann jetzt nicht sagen, da fängt er an, da hört er auf. Aber das waren doch Zahlen, die auch in den USA für Aufruhr gesorgt haben. Und ja, deswegen fängt es auch damit an, weil es ist ja, gerade am Anfang muss man, glaube ich, relativ viel definieren, damit man überhaupt weiß, worüber reden wir da. Und ja, christlicher Nationalismus ist beispielsweise ganz kurz gesagt die Vorstellung, dass Amerika von Christen für Christen als explizit christliches Land gegründet wurde. Das heißt, letzten Endes bedeutet das die Verschmelzung von der amerikanischen Identität mit der Identität als Christ, was dann folgerichtig quasi bedeutet, nur ein Christ und nur die richtige Art von Christ vor allem kann auch ein richtiger Amerikaner sein. Was ist dann genau der Unterschied zu den weißen Evangelikalen? Oder wo hört das eine auf und fängt das andere an? Ja, das ist sehr schwierig. Also man liest ja gerade sehr viel von Evangelikalen. Meistens ist das die einzige Religionsgruppe, die genannt wird, wenn man jetzt mal in der deutschen Presse was darüber liest. Liegt meistens auch daran, dass man nicht so furchtbar viel Platz hat, darüber zu schreiben. Und da streiten sich gerade so ein bisschen die Geister in den USA unter Religionswissenschaftlern, wie man das definiert. Also wir haben einmal die klassische theologische Definition, also Bibel als unfehlbares Wort Gottes, wörtliche Auslegung. Wir haben den persönlichen Erwachungsmoment, den missionarischen Aspekt, die Relevanz des Leidens Jesu am Kreuz und so weiter und so fort. Das ist quasi so diese Vierer-Definition, die gängig gilt und die man auch in den letzten Jahrzehnten immer angewandt hat. Aber es gibt mehr und mehr Religionswissenschaftler, die teilweise auch selbst zum Evangelikalismus gehören, die sagen, es reicht nicht mehr aus, die Definition quasi nur auf das Theologische zu beschränken. Und das kann man vor allem beispielsweise daran sehen, dass eine Mehrheit der schwarzen Protestanten in den USA auch auf diese theologische Definition passen würden. Also die glauben an dieselben vier Grundsätze, bezeichnen sich aber selbst nicht als Evangelikale, weil da eben noch so viel mehr mitschwingt und weil da auch politische Ansichten mit gemeint sind, die bisher in dieser rein theologischen Definition weggefallen sind. Und da ist zum Beispiel christlicher Nationalismus ein Aspekt. Nicht jeder weiße Evangelikaler ist ein christlicher Nationalist, aber die Mehrheit fällt in das Spektrum. Die haben den größten Anteil von Zustimmung für christlichen Nationalismus. Und diese Identität, diese Identitätsvorstellung ist auch verbunden mit bestimmten Ansichten, beispielsweise was Polizeipolitik angeht, also Law and Order oder besonders harte Strafen, Pro-Todesstrafe, Anti-LGBTQ und so weiter und so fort. Und das gehört eben mit dazu und deswegen gibt es jetzt quasi die Versuche, diese Definition zu erweitern. Also beispielsweise, dass man sagt, es gehört eine weiße evangelikale Identitätspolitik dazu. Mhm. Also zum Beispiel pro-christliche Statements an öffentlichen Gebäuden. Dass man sagt, der Staat soll sich in allem außer in Moralfragen raushalten. Das sind alles Aspekte, wo gerade diskutiert wird, ob man den Begriff darum erweitern sollte. Mhm. Damit führst du mich auch schon zur nächsten Frage. Du sagst nämlich in dem Buch, dass der christliche Nationalismus mehr eine politische als eine religiöse Bewegung ist. Warum ist das so und welchen Einfluss haben dann denn überhaupt Bibel und Glauben auf diese Bewegung? Also der christliche Nationalismus ist in sich automatisch schon politisch, weil er eben diese beiden Identitäten, amerikanisch sein und Christ sein, zusammennimmt.
Und das hat natürlich Rückschlüsse darauf, wer ist ein echter Amerikaner, wer ist ein vollwertiger Bürger des Landes. Und ich habe ja schon gesagt, christliche Nationalisten glauben, dass das Land von Christen für Christen gegründet wurde. Und sie glauben beispielsweise auch, dass die Verfassung göttlich inspiriert sei. Das hat natürlich Folgen dafür, wie man Änderungen oder Änderungsvorschläge an der Verfassung sieht. Wenn das göttlich inspiriert ist, ist das ja nicht unbedingt mehr nötig. Und gleichzeitig sind sie auch der Meinung, dass Gott wieder, und dieses wieder bezieht sich jetzt auf ein mythisches goldenes Zeitalter, was es so nie gegeben hat, aber sie glauben, dass Gott innerhalb dieser Erzählung wieder in das öffentliche Leben in den USA zurückkehren soll. Also, dass er wieder zurück in Regierung, obwohl er ja so nie da war, in Schulen und so weiter zurückkehren soll. Wir haben dann gleichzeitig die Unterstützung, die auch, also man kann mittlerweile in Studien die Verbindung herstellen von Zustimmung zu christlichem Nationalismus, beispielsweise mit der Befürwortung von hartem Durchgreifen durch die Polizei. Wir haben Unterstützung von diskriminierender Gesetzgebung gegen Minderheiten. Es gibt eindeutige Verbindungen zu deutlich negativen Wahrnehmungen gegenüber Migranten und eine deutlich höhere Ansicht, dass mit stärkerer Migration auch das Terrorrisiko steigt. Also das Religiöse ist hier quasi inhärent politisch. Gleichzeitig, und das gehört eben auch dazu, dass man das differenzieren muss, gleichzeitig muss nicht jeder, der dem Spektrum des christlichen Nationalismus zuzuordnen ist, überhaupt sich selbst als religiös bezeichnen. Also es gibt auch Leute, die man dort verordnen kann, die nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen, die vielleicht selbst noch gar nicht mal praktizierend sind, die aber sagen, das gehört zu Amerika dazu, das gehört zu unserer Kultur dazu, das kann man nicht trennen. Ich rücke näher. Ach so, Entschuldigung, du hast noch gefragt nach der Bibel. Ja genau, welchen Einfluss Glauben und Bibel überhaupt daran haben. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, weil das eine Bewegung, und das ist die religiöse Rechte ja, stark auch von ihren eigenen Kulturprodukten, also jetzt zum Beispiel von Büchern, Filmen und Musik geprägt ist, heißt nicht automatisch, dass diese Leute nicht wirklich religiös sind. Das Argument kommt ja häufiger, das sind ja dann gar keine richtigen Christen, wenn das quasi nur so eine Art Popkultur-Christentum ist. Und natürlich bezieht sich auch diese Bewegung auf die Bibel. Auch die zitieren aus der Bibel. Sie zitieren halt bestimmte Stellen aus der Bibel, die sie entsprechend ihren Vorstellungen auslegen. Aber ich glaube trotzdem, dass man bei allem Verständnis dafür, dass man sich selbst als Christ von ihnen abgrenzen möchte, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen und ich glaube, das ist auch wichtig, kann man ihnen, glaube ich, trotzdem nicht das Christentum als solches absprechen. Ich glaube, das ist wichtig bei der Aufarbeitung. Kannst du uns jetzt, wir haben jetzt quasi so die Kuppel, aber kannst du uns jetzt mal, weil es geht ja in dem Buch um mehrere Netzwerke, Vereine, Verbände, wie auch immer man es nennen möchte, kannst du uns anhand von einem konkreten Netzwerk quasi illustrieren, wie sich das genau auswirkt oder wie da ein bisschen die Geschichte ist und welchen Einfluss dann so Netzwerke haben? Also das Ganze beginnt nach dem verlorenen Präsidentschaftswahlkampf von Barry Goldwater, 64, wo sich drei oder vier, je nachdem wie man es sieht, junge politische Aktivisten, politische Strategen sich zusammentun und sagen, wir stehen der Gegenseite völlig hinterher, was Organisationen angeht. Wir müssen aufholen, was die Bildung von, heute würden wir sagen, Thinktanks angeht. Wir müssen ein Netzwerk aufbauen, was Anhänger strategisch mobilisieren kann. Und wir müssen da unbedingt nachziehen. Und der Unterschied, sage ich mal, bei der Gründung dieser Netzwerke, die dann in den nächsten Jahren erfolgt, zu den Netzwerken der Gegenseite, weil man hört das öfter als Argument, naja, aber dann machen die doch einfach nur dasselbe wie die andere Seite, also wie die Demokraten jetzt,
ist, dass es ein anderer Ausgangspunkt ist. Also dieses Netzwerk, was da gebildet wird, ist von Anfang an so ausgelegt, dass es auch bereit ist, außerhalb von demokratischen Normen zu agieren. Und das ist auch nicht versteckt, dass wenn man sich die Quellen anschaut, wenn man sich die Reden anschaut, Paul Warrick ist einer dieser drei Leute, die das gründen, ein republikanischer Stratege, ein Katholik selbst, der sagt, ich glaube in den 80ern, Anfang der 80er in einer Rede, wir wollen nicht, dass alle Leute wählen gehen. Es ist nicht gut für uns, wenn alle wählen. Je weniger Leute wählen, desto besser ist es für uns. Und das heißt, dieses Netzwerk von Organisationen hat von Anfang an quasi verstanden, wir werden auf die Dauer, und das ist auch wichtig, dass hier immer in Jahrzehnten gedacht wird oder sogar in längeren Zeitspannen, wir werden auf die Dauer keine Mehrheiten mehr gewinnen können, wenn wir unsere Positionen nicht ändern. Gut, wir sind also nicht bereit, unsere Positionen zu ändern, also muss man gucken, wie man sich innerhalb dieses Systems arrangiert oder wie man es untergraben kann. Und das führt dazu, dass diese Organisationen von Anfang an quasi dieses Schlupfloch in der amerikanischen Verfassung nutzen, dass die Stimmen von dünner besiedelten Landstrichen schwerer gewichtet als die von sehr dicht besiedelten Landstrichen. Und so kann man also auch, wenn man keine zahlenmäßige Mehrheit mehr hat, beispielsweise im Senat oder im Electoral College, trotzdem noch eine Mehrheit haben und sagen, aber es ist doch verfassungskonform. Ja. Und ein Beispiel, vielleicht das Wichtigste und das am wenigsten Bekannteste in diesem Organisationsnetzwerk ist der Council for National Policy. Mhm. Das klingt erstmal sehr harmlos und naja, ist halt eine Policy-Organisation, was wird da schon passieren? Da passiert sehr viel, denn das ist quasi, das hat Ann Nelson, die ist Journalismus-Dozentin an der Columbia University und hat ganz viel dazu geforscht, die bezeichnet das zu Recht, wie ich finde, als die Dachorganisation der religiösen Rechten. Also da finden die Leute, die Ideen haben, Leute, die das Geld haben, diese Ideen umzusetzen. Da finden also religiöse Fundamentalisten Spender und die Aktivisten, die das dann vor Ort ja, umsetzen. Und man sollte den Einfluss dieser Organisationen nicht unterschätzen. Trump hat beispielsweise, bevor er Kandidat wurde, dort vorgesprochen. Mike Pence hat, ich glaube, ein halbes Jahr vor dem Ende von Trumps Amtszeit dort auch mal eine Rede gehalten. Betsy DeVos-Familie gehört, also der Schwiegervater selbst war Präsident des Council for National Policy und es gibt ganz enge Beziehungen zwischen dieser Organisation zu quasi den entsprechenden Partnerorganisationen. Mhm. Und das klingt immer so ein bisschen nach Verschwörungstheorie, aber der Unterschied zu einer Verschwörungstheorie ist eben, dass es hier egal ist, wo man anfängt. Bei einer Verschwörungstheorie muss ich bei der Schlussfolgerung anfangen, und dann quasi rückwärts argumentieren, damit ich bei der Schlussfolgerung, die ich schon von Anfang an hatte, ankommen kann. Und hier ist es tatsächlich so, dass Mitgliedslisten und so weiter und so fort, die eigentlich geheim sind, weil man nicht unbedingt will, dass das ins Scheinwerferlicht rückt, dass die veröffentlicht werden und geleakt werden. Und daran lässt sich das eben zweifelsfrei nachvollziehen. Mhm. Um noch mal einen Schritt zurückzugehen, du hast gerade die Präsidentschaftswahl von 64 erwähnt. Generell habe ich den Eindruck in deinem Buch gewonnen, dass bis zu den 50ern hatte die religiöse Rechte wenig Öffentlichkeit und hat sich dann quasi reformiert. Was war in dieser Präsidentschaftswahl so wichtig? Warum dann? Ja, also das ist eine Entwicklung. Es gibt ein bisschen Streit darüber, wann ziehen sich Evangelikale zurück. Es gibt verschiedene Sachen, die da gleichzeitig passieren. Wir haben um die Jahrhundertwende gibt es quasi die große Spaltung innerhalb der Bewegung, wo es sich trennt in die sich selbst Fundamentalisten nennen und die man jetzt heute Mainline-Protestanten, also gemäßigte Protestanten oder wie wir bei uns sagen würden, Protestanten, trennt. Das ist einerseits gerade, also man hat so einen inneren Streit und dann gibt es verschiedene Theorien, warum sich dann in den Mitte der 20er Jahre sich Evangelikale, beziehungsweise also sie nennen sich dann Evangelikale, weil beispielsweise nach dem Scopes-Monkey-Prozess in Tennessee
wo es um Kreationismus geht. Da müssen wir, glaube ich, nicht näher drauf eingehen, aber es ist eine große Blamage für das fundamentalistische Camp, und dadurch ist dann auch der Name Fundamentalisten besetzt mit Wissenschaftsfeindlichkeit und so weiter. Und man hat sich quasi erstmal die Finger verbrannt. Aber der große Fehler ist, glaube ich, dass lange gesagt wurde, die ziehen sich aus der Politik zurück. Und das stimmt nicht ganz. Sie haben sich nur von der, ich sag mal, von der nationalen politischen Ebene zurückgezogen. Sie haben nämlich gleichzeitig angefangen, eigene Bildungsinstitute zu gründen. Das heißt, sie waren durchaus selbst aktiv darin, sich neu zu formieren innerhalb dieser neuen Gemengelage. Und dann haben wir natürlich auch 50er, 60er Jahre, kommt dann die Bürgerrechtsbewegung auch richtig in Gang. Das ist auch sehr wichtig, wenn es um die Wiederaktivierung quasi geht. Man glaubt ja oft, oder das ist heute so die gängige Erzählung, dass der auslösende Moment für den Zusammenschluss der heutigen modernen religiösen Rechten der Kampf gegen Abtreibung gewesen sei. Das hat mit der historischen Realität aber nichts zu tun, tatsächlich. Ja, das ist echt eine Stelle, die mich am meisten überrascht hat in dem Buch, dass man wirklich, dass du schreibst, Abtreibung war früher, teilweise waren Republikaner pro-Choice. Ja, ja, also die... Was man ja heute, das glaubt ja kein Mensch heute mehr. Wie kommt dann die Abtreibung da rein und was ist da geschehen genau? Genau, also der Paul Warrick, den ich ja eben schon erwähnt habe, der sagt in Interviews, die er in den 80er und 90er Jahren gibt, er hätte wahnsinnig lange versucht, die Evangelikalen irgendwie politisch hervorzukitzeln. Er sagt, ich habe es mit allem probiert. Ich habe es mit Abtreibung probiert, ich habe es mit Pornografie probiert, ich habe es mit Feminismus probiert. Nichts hat funktioniert. Abtreibung galt als katholisches Thema. Die Southern Baptist Convention, die man heute vielleicht mit so als die Speerspitze des christlichen Nationalismus bezeichnen könnte, hatte auch noch nach dem Urteil im Fall Roe gegen Wade eine sehr liberale Abtreibungspolitik im Gegensatz zu heute. Dazu sage ich kurz, Roe gegen Wade war in den 70ern quasi die Liberalisierung der Abtreibungsgesetze. Was jetzt hier in Texas jetzt wieder angegriffen wurde und wahrscheinlich auch weiterhin auch. Genau. Sorry. Und das Thema, was dann letzten Endes dafür sorgte, dass Warrick und seine Mitstreiter gerade die weißen Evangelikalen politisch aktivieren konnten, war die Aufhebung der Segregation oder im Deutschen etwas ungeschickt übersetzt der Rassentrennung in großen Anführungsstrichen an Schulen. Und das galt erstmal nur für staatliche Schulen, das heißt, christliche Privatschulen schienen davon erstmal nicht betroffen. Aber private Schulen gelten in den USA als Non-Profit-Organisationen, das heißt, sie genießen Steuerfreiheit. Und einige Jahre nach diesen entscheidenden Urteilen gab es eben Protest, Leute haben geklagt, weil immer mehr sogenannte Segregation Academies, die es im Übrigen bis heute auch gibt, wo nur weiße Christen angenommen werden, und immer mehr von denen werden gegründet. Die Leute nehmen ihre Kinder aus den staatlichen Schulen und man merkt, okay, das läuft irgendwie nicht so, wie wir uns das gedacht hatten. Man muss was machen. Und es wird dann gesagt, ihr könnt quasi weiter diskriminieren, aber ihr habt dann keinen steuerfreien Status mehr. Und das ist es, was die weißen Evangelikalen motiviert, auf die politische Bühne zurückzukehren. Der drohende Verlust des steuerfreien Statuses für Privatschulen, die weiterhin Segregation betreiben wollen. Und man framet das dann eben als, die Säkularisten wollen in das Recht der Eltern auf die christliche Erziehung ihrer Kinder eingreifen, sie wollen Gott aus den Schulen vertreiben, der Staat will euch vorschreiben, wie ihr eure Kinder zu erziehen habt. Was ja, wenn man sich die ein oder andere Trump-Rede angehört hat, auch heute noch sein Echo hat. Und wie kommt dann jetzt die Abtreibung da rein? Ach so, Entschuldigung, ja. Man hat also gemerkt, dass mit der Aufhebung, dass mit dem Protest gegen die Aufhebung des steuerfreien Statuses, das funktioniert so innerhalb der eigenen Glaubensgemeinschaft, das kommt aber nicht gut, so, wenn man das nach außen kommuniziert. Und deswegen fangen sie dann so in den frühen 80er Jahren an, sich quasi Abtreibung als, ich sag mal so, als Smokescreen davor zu stellen, weil das lässt sich marketingtechnisch einfach viel besser darstellen, als wenn man sagt, ich will nicht, dass
mein weißes Kind neben einem schwarzen Kind in der Schule sitzt, wenn man sagt, wir kämpfen aber jetzt für das ungeborene Leben. Mhm. Möchtest du eigentlich auch einen Teil vorlesen? Ach so, oh, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Nee, wir können auch einfach uns weiter unterhalten. Ich frage weiter, ich habe nämlich noch ein Zitat, das ich sehr interessant fand, wo man wieder sieht, es fängt nicht mit Trump an, sondern viel früher. Die weißen Evangelikalen haben Reagan statt Carter unterstützt. Und du sagst darüber, sie hatten Ideologie statt Identität gewählt. Was genau meinst du damit? Ja. Also Jimmy Carter war ja zunächst mal, also ist ein Demokrat gewesen, ist immer noch. Und das war, also die Republikaner, sage ich schon, die Evangelikalen, weiße Evangelikale haben ihn bei seiner ersten Kandidatur unterstützt, weil er war auch ein Southern Baptist. Es war zum ersten Mal einer von ihnen, der in dieses Amt aufsteigen sollte. Er kam aus dem Süden, er war ein Farmer, also eigentlich alles, was sie sich so wünschen konnten an der Biografie-Checkliste, konnte man abhaken. Dementsprechend war der Enthusiasmus auch sehr groß. Und ich glaube, gerade deswegen war die Enttäuschung dann umso stärker. Dazu muss man vielleicht noch sagen, wir befinden uns zu der Zeit, der Wandel der beiden Parteien ist gerade voll im Gange. Also es war damals nicht so ungewöhnlich, dass Evangelikale für einen Demokraten stimmten. Das kann man sich ja heute schlecht vorstellen, zumindest mehrheitlich schlecht, weil wir gerade den Wechsel haben, dass die Demokraten haben angefangen, die Bürgerrechtsbewegung zu unterstützen. Mhm. Und das heißt, sie verlieren Stimmen, gerade aus dem Süden, von vielen Christen aus dem Süden, die dann sagen, okay, dann gehen wir halt zu den Republikanern. Das heißt, die Parteien sind noch nicht da, wo sie heute sich unbedingt verordnen. Aber das nur am Rande. Das heißt, einer von uns wird es super. Nur war Jimmy Carter halt nicht die Sorte Evangelikaler. Das heißt, er war ihnen zu liberal. Er war nicht gegen die Gleichberechtigung von Frauen. Er hat feministische Ansätze unterstützt, was als große Sünde galt, weil Evangelikale, weiße, konservative Evangelikale, nicht für die Gleichstellung, sondern für die Betonung der Unterschiedlichkeit der Geschlechter waren. Er war ihnen nicht aggressiv genug, was die Außenpolitik angeht. Und dadurch, dass sie eben so viele Hoffnungen am Anfang in ihn gesetzt haben, ist diese Enttäuschung dann also umso größer. Und als es dann um die mögliche Wiederwahl geht, ist der Gegenkandidat eben Ronald Reagan, der ja erstmal überhaupt nicht passt. Der ist geschieden, der hat mit seiner Familie, mit seinen Kindern nicht sonderlich viel am Hut. Das passt irgendwie gar nicht so zu dieser Familienmensch-Rhetorik, die ja gerne gepflegt wird. Er ist auch nicht sonderlich fromm. Er war als Gouverneur von Kalifornien verantwortlich für eines der liberalsten Abtreibungsgesetze im Land. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Aber er sagt jetzt das, was sie hören wollen und das, was sie von Jimmy Carter nicht bekommen haben. Und auch noch, er war Schauspieler vorher und er sieht halt ganz anders aus als Jimmy Carter. Und er hat halt eher so das von dem Cowboy, der jetzt mal ordentlich auf den Tisch haut. Und so ist er halt auch aufgetreten. Und das passt viel besser zu dem Männlichkeitsbild, was da in diesen Jahren so am Brodeln ist und sich am Formieren ist, auch im Kontext des Kalten Kriegs. Wir müssen jetzt hier mal richtig harte Kante zeigen. Wir müssen auch militärisch aggressiv auftreten. Und das nimmt man so einem Bauernhofsbesitzer irgendwie nicht ab, der sagt, wir müssen jetzt aber erstmal reflektieren. Und Reagan hatte halt die Devise, wir müssen überhaupt nichts reflektieren, Amerika ist großartig, Echos davon, ja. Deswegen haben sie sich da entschieden, okay, der sagt das, was wir hören wollen, deswegen Ideologie über Identität, auch wenn er auch wenn er nicht einer von uns ist. Und das haben wir bei Trump in anderer Form, aber trotzdem, die Parallelen sind, glaube ich, deutlich wieder. Und es war tatsächlich das letzte Mal, also Jimmy Carter war der letzte Demokrat, der eine Mehrheit der Stimmen,
der weißen Evangelikalen bekommen hat. Das ist seitdem nie wieder passiert. Du hast mir quasi schon das Stichwort geliefert für ein Thema, über das ich auch unbedingt noch sprechen möchte, nämlich die patriarchale Strukturen. Wie spielt das mit rein, der Vater als Familienoberhaupt und der Glaube an Gott, wie geht das zusammen? Also, das ist mittlerweile auch in eine theologische Form gegossen. Das nennt sich Geschlechterkomplementarismus, ganz gestelzt gesagt. Ist aber, wenn man so in den Ecken von christlichen Buchläden stöbert, unter biblische Männlichkeit und biblische Weiblichkeit zu finden. Und es gibt ganz interessante Forschung jetzt auch von einer evangelikalen Historikerin tatsächlich, die sich angeschaut hat, was heißt denn das eigentlich? Was ist denn hier mit biblisch gemeint und auf welche Bibelteile bezieht sich das denn überhaupt? Weil das ist eben genau dieses Bild, was Sie gerade angesprochen haben, von der Mann ist der Haut-drauf-Kerl und die Frau unterwirft sich ihm, weil eben in dieser Geschlechtertheologie quasi der Mann das Oberhaupt über die Familie ist, wie Jesus das Oberhaupt der Kirche ist und dementsprechend, wie sich der Gläubige Jesus unterzuordnen hat und Gott unterzuordnen hat, müssen sich auch Frau und Kinder dem Mann als Oberhaupt unterordnen und sonst wird das nicht nur als Akt der Rebellion gegenüber den Eltern angesehen oder gegenüber dem Ehemann angesehen, sondern als Rebellion gegen die gottgewollte Ordnung, weil die Logik quasi ist, Autorität ist quasi das Kernstück des Ganzen. Es gibt eine ganz strenge Hierarchie und das hat dann auch Auswirkungen im Übrigen auf die Kindererziehung. Also wenn man Kindern nicht früh genug einbläut, dass sie gehorchen, dann hat man später auch keine gottesfürchtigen Christen erzogen. Und das hat beispielsweise wiederum Auswirkungen darauf, wie man körperliche Züchtigung sieht. Mhm. Also es gibt Bestseller von James Dobson beispielsweise, der so Pädagogik-Ratgeber schreibt für Eltern, die sich auch nach wie vor gut verkaufen, erschreckenderweise, wo dann zum Beispiel drin steht, also wenn du dein Kind schlägst, musst du es schon so doll schlagen, dass es weint, sonst hat es keinen Effekt, weil danach kannst du es ja trösten und das bondet euch dann wieder. Aber es darf auch nicht zu viel weinen, sonst ist das ein Akt der Rebellion und du musst es nochmal schlagen, damit es aufhört. Oh Gott. Ja. Also, und das ist tatsächlich gar nicht so nischig, wie das jetzt vielleicht hier klingt. Mhm. Und das ist auch generell, glaube ich, ganz wichtig, wenn man den Einfluss von weißen Evangelikalen anschaut, weil ja, deren Zahlen mögen am Sinken sein, aber ich sage jetzt mal, die Produkte, die sie vertreiben, sind halt auch über die eigenen Denominationsgrenzen hinweg gebräuchlich. Das heißt, es kann durchaus sein, dass man, ich sage jetzt mal, in einer Mainline-protestantischen Kirche in einen Bibelkreis geht, wo man dann evangelikale, konservative Materialien an die Hand bekommt, weil die halt gut zu haben sind, sie sind meistens nicht sehr teuer, sie sind weit verbreitet und so nimmt diese Ideologie eben auch Einzug in zumindest auf den ersten Blick theologisch gesehen deutlich weniger extremere Kreise. Mhm. Möchtest du was lesen oder machen wir weiter? Ich glaube, wir machen weiter. Okay. Was mich als Journalistin besonders noch interessiert hat in deinem Buch, ist der Einfluss der Medien, beziehungsweise wie christlicher Nationalismus, also ich fange anders an. In den USA gibt es inzwischen halt hauptsächlich Medien an den beiden Küsten. In der Mitte, und die Mitte ist ganz schön groß, sieht es weniger, gibt es einfach weniger. Das heißt, wenn man das Radio nach dem Auto hört, man tendenziell vielleicht einen evangelikalen Sender. Und der Rückgang dieses Lokaljournalismus hat ja eine ganz große Bedeutung auch. Kannst du das noch mal ein bisschen ausführen? Also das beginnt so, es ist ein relativ langer Zeitraum, so zwischen den 60er und 80er Jahren fängt der Rückgang des Lokaljournalismus in diesem großen, mittigen Teil
an. Und das bleibt lange, ich sage jetzt mal, in der Küstenregion, der dichter besiedelten Region, auch von den Medienhäusern weitestgehend unbemerkt. Und wir haben ja eben schon über dieses Netzwerk der religiösen Rechten gesprochen. Dazu gehören mittlerweile eben auch eigene Medienimperien. Ich glaube, Fox News sagt uns allen was, aber es ist eben nicht nur Fox News. Also klar, Fox News funktioniert auch als Verstärker dieses Messagings, aber es gibt auch andere Medienorganisationen, die eine unglaubliche Reichweite haben, die teilweise auch amerikanischen Politikjournalisten ganz neu waren. Und sie haben es gemerkt, als diese Leute nämlich plötzlich eine Akkreditierung für den Pressesaal im Weißen Haus bekamen. Mhm. Und man dann Artikel lesen konnte, wer um Himmels Willen verbirgt sich denn jetzt hinter Salem Media? Ja. Und wer verbirgt sich hinter Salem Media? Hinter Salem Media. Salem Media wurde gegründet von zwei Mitgliedern des Council for National Policy, für die Bingo-Karte. Und das war mit das erste große Mediennetzwerk, denn diese zwei haben quasi verlassene Radiostationen aufgekauft und haben sich so immer größeren Einfluss verschafft, und das merkt man dann im Übrigen auch bei Fox News, dass man sagt, okay, wir bieten jetzt beispielsweise, wenn es um Fernsehen geht, wir bieten kleinen Sendern auf Bundesstaatsebene umsonst unsere Clips an, weil die haben ja meistens wenig Geld, wenig Personal. Und dann sagt man, ihr könnt das von uns benutzen. Dadurch kann man natürlich die eigene Rhetorik weiter verbreiten. Geht dann natürlich auch in das Thema der Televangelists, der Fernsehprediger rein, die ja auch unter Trump nochmal mehr Aufmerksamkeit erfahren haben. Kannst du genau erläutern, was die Fernsehprediger sind? Also Fernsehprediger haben meistens oder sind meistens, glaube ich, in der deutschen Berichterstattung nur aufgetreten, wenn irgendwie ein neues Paula White-Video viral gegangen ist, wo also Trumps spirituelle Beraterin in Zungen spricht. Und es gibt viele Fernsehprediger so aus dem pfingstkirchlichen Bereich. Und deswegen, und das ist nämlich eigentlich ganz interessant, diese Dynamik dann unter Trump zu beobachten, die waren nämlich, ich sag mal, von der Elite der religiösen Rechten, die hat man nur mit spitzen Fingern angefasst. Die waren irgendwie zu laut, zu schrill, die haben die Theologie des Wohlstandsevangeliums, also Reichtum ist nichts, was man verstecken muss, Reichtum muss man zeigen, damit muss man protzen, denn Reichtum ist ein Zeichen von Gottes Segen und da kommt auch das Geschäftsmodell her. Also wenn man sich auf Paula Whites Seite umschaut, da steht dann zum Beispiel, heute ist der Tag für Psalm 27,3, deswegen solltet ihr mir $273 überweisen. Und dann, also und das funktioniert. Wirklich, ja, es funktioniert. Die Frau ist Millionärin. Und das gibt es eben in diversen Varianten. Und die Logik funktioniert natürlich immer weiter, sodass auch niemand sagen kann, wieso hat denn jetzt unser Pastor den zweiten Privatjet? Weil es ist ja nur Zeichen dafür, wie stark Gott ihn gesegnet hat. Und wenn es nicht klappt, und da sieht man dann so Parallelen zu so esoterischen Heilmethoden, wenn es nicht klappt, liegt es nicht daran, dass die Methode nicht funktioniert, sondern dann hast du halt nicht genug gebetet oder gespendet in dem Fall. Und das geht dann so weit, dass den Leuten gesagt wird, wenn ihr die Wahl habt, mir zu spenden oder eure Stromrechnung zu bezahlen, spendet mir. Denn was ist schon die Stromrechnung gegenüber Gottes Segen? Und das heißt, diese Leute haben unter Trump plötzlich, die haben vorher schon großen Einfluss an sich, aber sie werden nicht so richtig an die politische Riege rangelassen. Mhm. Wie gesagt, man findet, dass es ist so ein bisschen laut, es ist meistens auch eher verbunden mit im Schnitt weniger finanziell gut dastehenden Gemeindemitgliedern. Und das ist nicht so das, was man so gerne als das bürgerliche
der religiösen Rechten hat. Aber durch Trump wurden diese Leute halt plötzlich auch als so eine Art Gatekeeper zur politischen Macht bekannt. Und das hat man dann zähneknirschend akzeptiert. Und da wird es jetzt, glaube ich, spannend zu sehen, ob die Leute, ob diese Fernsehprediger-Riege weiter einflussreich bleibt. Das ist tatsächlich was, was vielleicht an Trumps Person hängt. Ich bin ja eigentlich der Ansicht, dass es zumindest das Fortbestehen des Einflusses der religiösen Rechten, der wird nicht an Trump als Person hängen, egal ob er jetzt kandidiert oder nicht, auch wenn ich glaube, dass er es tut, wenn ihm jetzt nicht medizinisch was dazwischen kommen sollte. Aber diese Fernsehprediger sind schon sehr an ihn gebunden und an seine Fans gebunden. Aber wie gesagt, es scheint ja nach der verlorenen Wahl und der neuen, ja, quasi Variante der Durchstoßlegende, wir wurden von innen verraten, die Wahl wurde uns gestohlen, das scheint ja ein guter Mobilisator zu sein bisher. Und das ist auch das, womit jetzt bereits Wahlkampf gemacht wird für die Zwischenwahlen 22. Und die Republikanische Partei ist voll auf Linie, vielleicht sogar mehr als vor der verlorenen Wahl, paradoxerweise. Das hat man vor allem daran gesehen, oder was heißt vor allem, man konnte es, glaube ich, gut daran sehen, dass Liz Cheney abgesägt wurde im Repräsentantenhaus. Die ja nun, kannst du kurz erst erklären, wer sie ist? Ja. Liz Cheney ist gehört mit zum konservativen Urgestein der Republikanischen Partei, Tochter von Dick Cheney und nun wirklich das absolute Gegenteil von irgendwie liberal. Sie hat, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, in 96% oder 97% aller Fälle immer mit Trump gestimmt, also war auch tatsächlich auf der Skala der Republikanischen Partei fast immer auf Linie, mehr als die große Mehrheit ihrer Kollegen. Aber sie hat sich geweigert, erstens zu sagen, die Wahl wurde gestohlen, und zweitens hat sie sich geweigert zu sagen, der 6. Januar, erstens, der Angriff aufs Kapitol hat wirklich stattgefunden. Und nachdem Republikaner dann übergegangen sind, zu sagen, ja, okay, er hat stattgefunden, aber es war gut. Und das scheint ja jetzt mittlerweile, weil, wie gesagt, sie war die drittranghöchste Republikanerin im Repräsentantenhaus und ist für eine mittlerweile absolute Trump-Unterstützerin abgesägt worden, die übrigens als sehr moderate Republikanerin angefangen hat, interessanterweise. Aber das scheint jetzt so die Grenze der Orthodoxie zu sein. Glaubt man, dass die Wahl, oder sagt man, nicht glauben, dass die Wahl gestohlen wurde, sagt man am 6. Januar, das war die Antifa, oder es war ein Inside-Job oder nicht. Und ja, das verspricht spannend zu werden für die nächsten Jahre, fürchte ich. Mit einer Frage würde ich noch mal kurz über das Buch hinausgehen, weil du analysierst ja auf Twitter auch immer Deutschland. Und ist es jetzt sehr übers Knie gebrochen zu vergleichen den Rückgang des Lokaljournalismus und in Deutschland und in den USA? Also siehst du hier ähnliche Tendenzen? Ist schon eher übers Knie gebrochen, okay, würde ich sagen. Mit einem Aber. Also ich glaube, dass der Rückgang oder dass Probleme im Lokaljournalismus, kleine Zeitungen, die dicht machen müssen, Radiosender, die Tore schließen, dass das immer gefährlich ist, weil es quasi ein Informationsvakuum hinterlässt. Und wir haben jetzt nicht dieselbe Infrastruktur, dieselbe politische Infrastruktur, die die religiöse Rechte in den USA hat. Deswegen glaube ich jetzt weniger, dass wir hier in Gefahr sind, dass rechtsreligiöse Millionäre sich da jetzt ein Medienimperium aufbauen, aber wer weiß. Aber ich glaube, dass man es im Moment ganz gut sehen kann, was passiert, wenn Leute in solchen Informationsvakuumsräumen dann versuchen, sich irgendwie selber die Informationen zu beschaffen. Und ich glaube, das ist gerade jetzt im Zusammenhang auch mit Corona und mit dieser ganzen Verschwörungsthematik, merkt man schon,
wie wichtig eine unabhängige Berichterstattung ist und wie wichtig es aber auch ist, solchen Erzählungen entgegenzuwirken. Und das geht eben nur, wenn man einen unabhängigen Journalismus hat und wenn das örtliche Blatt dann eben zumacht und der Kiosk wird aber nicht beliefert mit Zeitungen, die national verfügbar sind, dann hat man halt ein Problem. Dann geht man vielleicht eher zu Facebook und klickt sich da weiter. Ja. Insofern sollte man das, glaube ich, nicht unterschätzen. Die erste Frage, die du im Buch stellst, wir haben sie ja jetzt schon mehr oder weniger beantwortet, aber ich würde sie dir trotzdem gerne konkret nochmal stellen. Wie gesagt, im ersten Kapitel geht es um den Sturm auf das Kapitol. Und du fragst, weshalb marschierten hier betende Menschen neben radikalen Nationalisten und Rassisten, um Politiker nach dem Leben zu trachten? Also, weshalb? Kurze Antwort von 400 Seiten. Ja. Ich glaube, was da ganz wichtig ist und was ich auch nochmal im Buch zumindest versuche, so kurz wie möglich aufzudröseln, ist, dass Rassismus, haben wir ja eben schon erwähnt, war mit das mobilisierende Element von dem, was wir heute die moderne religiöse Rechte nennen. Gleichzeitig geht es natürlich in der Geschichte, wenn man ein bisschen weiter gräbt, noch weit über die 1960er Jahre hinaus. Das heißt, wir haben hier Verbindungen von White Supremacy und amerikanischem weißen Christentum, das ist wichtig zu sagen, weil zwischen vor allem weißen und schwarzen Kirchen gibt es auch sehr große theologische Unterschiede in den USA, deswegen rede ich hier auch explizit von weißen Evangelikalen. Aber es ist durchaus eine lange Tradition in den USA, dass beispielsweise Sklaverei theologisch gerechtfertigt wird, dass gesagt wird, okay, aber hier und hier in der Bibel steht, deswegen ist es eigentlich gut, dass ich Menschen besitze, die anders aussehen als ich, und da wird dann auch hergeleitet, weshalb schwarze Menschen weniger wert sind. Da wird dann die Geschichte von Noah und seinen Söhnen bemüht, und das mag jetzt auch wieder weit weg klingen, aber wenn man sich mal die letzten Jahre anschaut, einer von Trumps zahlreichen Justizministern, Jeff Sessions, hat beispielsweise eine der Bibelstellen, mit denen schon Südstaatentheologen vor dem Bürgerkrieg begründet haben, warum es in Ordnung ist, Sklaven zu halten. Er hat dieselbe Bibelstelle zitiert, als es darum ging, ob es in Ordnung ist, an der Grenze Migrantenkinder von ihren Eltern zu trennen. Das heißt, es gibt hier schon eine Linie, die sich durchziehen lässt. Es gibt dann auch nochmal einzelne Unterkategorien von Glaubensbewegungen, den Dominionismus zum Beispiel, die sich auch ganz stark auf diese Theologen beziehen. Das hat auch im Übrigen einen Einfluss darauf, was für eine Geschichte der Vereinigten Staaten in diesen Kreisen erzählt wird. Und das wird gerade aktuell wieder wichtig, wenn man sich anschaut, was auf Bundesstaatsebene läuft, was da für Gesetze verabschiedet werden, was man beispielsweise im Geschichtsunterricht lehren darf. Und das Ergebnis davon konnte man, glaube ich, letztes Wochenende oder vor ein paar Tagen sehen, wo dann, also in dem Gesetz steht dann, es darf nichts gelehrt werden, was irgendeine Schülerin oder einen Schüler dazu führen könnte, dass der sich unwohl fühlt. Und das Ziel dessen ist, wenn ich jetzt über Sklaverei lehre, dann könnten ja weiße Kinder sich unwohl fühlen. Also ich glaube, der Historiker Timothy Snyder hat gesagt, Geschichte ist keine Therapie. Da kann man sich und sollte man sich auch schon mal unwohl bei fühlen. Dazu kommt dann, dass in den meisten dieser Gesetzen, die im Übrigen über das eben benannte Netzwerk, man hat Kongressabgeordnete mit entsprechender Modellgesetzgebung versorgt, deswegen klingen diese Gesetze auch alle ziemlich gleich, weil sie aus denselben Versatzstücken bestehen. Da steht dann zum Beispiel auch drin, man muss immer zwei Seiten von allem darstellen. Okay, wie mache ich das bei Sklaverei? Und letztes Wochenende kam dann der Fall einer Schule ins nationale Scheinwerferlicht, wo dann gesagt wurde,
wir haben jetzt Eltern, die sagen, man muss aber auch, wenn es um den Holocaust geht, die andere Seite darstellen. Also, dass er gar nicht stattgefunden habe, angeblich. Und wie gesagt, deswegen sind solche fernscheinenden theologischen Debatten von vor dem Bürgerkrieg sehr viel näher, weil man ihre Auswirkungen halt bis heute spürt. Wir haben noch Zeit für die Frage oder das Thema, über das wir in der Vorbereitung gesprochen haben, was du gerne anschneiden würdest, nämlich Corona, Impfung, Verschwörungstheorien. Ja. Du hast mir im Gespräch gesagt, die Verschwörungstheorien, das Thema wäre quasi nur eine Neuauflage. Ja. Und Evangelikale seien besonders anfällig dafür, diese Q-Drops, also die Nachrichten von wem auch immer, von QAnon, von diesen neuen Verschwörungs... Vermutlich von Ron Watkins, der kandidiert jetzt übrigens für den Kongress. Ja. Moment, woher hast du diese Information? Hat in den letzten 2 Tagen Schlagzeilen gemacht. Ich verpasst. Ja. Ich war schon im Buchmessetunnel. Erzähl mal schnell, dann weiß ich es auch. Also man geht davon aus, dass also die Person Q, Q soll angeblich ein Insider, entweder ein hoher Geheimdienstler oder ein hochrangiger Regierungsbeamter sein, der von innen den Deep State, den tiefen Staat, den Staat im Staat zu Fall bringen soll. Und damals war die QAnon-Halsfigur noch Donald Trump. Und der hat quasi mit seinen Anhängern kommuniziert über diese sogenannten Q-Drops, kryptische Postings, die sie dann selbst entschlüsseln sollten. Und mittlerweile sind sich die meisten investigativen Journalisten, die dazu recherchiert haben, relativ sicher, dass sich dahinter ein gewisser Ron Watkins verbirgt, der jetzt damit quasi mit dieser, also er ist effektiv enttarnt worden, es gibt eine lange Dokumentation dazu, wo er sich verspricht und quasi im Video es versehentlich zugibt, dass er es zumindest eine Zeit lang gewesen ist. Und er hat sich jetzt anscheinend entschlossen, das zu vermarkten und kandidiert jetzt eben für den Kongress. Als Q. Naja, also das sagt er jetzt nicht, aber das ist natürlich die Hoffnung, dass wir dann sagen, oh, dann hat er endlich Macht, obwohl er hat ja eigentlich schon Macht, aber wie gesagt, es geht ja nicht um logische Kohärenz. Und warum ist diese Verschwörungstheorie generell so anschlussfähig für Evangelikale? Also ich fand das sehr interessant. Mir haben einige Religionswissenschaftler, die teils selbst evangelikal sind, gesagt, dass sobald diese Q-Sache ins Rollen kam, die Art und Weise, wie diese Q-Drops, diese Texte interpretiert wurden, sie wahnsinnig an ihre eigenen Bibelkreise erinnert hat. Also der Gedanke, dass ich mich persönlich mit dem Text auseinandersetze und die darin verschlüsselte Botschaft knacke, ist quasi schon, ist ihnen ohnehin schon vertraut. Also das ist nicht ungewohnt. Dann haben wir natürlich noch, dass alle Verschwörungsmythen in so einem krassen Schwarz-Weiß-Denken funktionieren. Und es gibt Teile des Evangelikalismus, gerade des konservativen Evangelikalismus, der sich in einem ewigen Kampf gegen dämonische Mächte wähnt, jederzeit. Das nennt sich dann Spiritual Warfare, also geistliche Kriegsführung, und nach diesem Glauben können nicht nur Menschen von Dämonen oder bösen Geistern oder wie man es auch immer nennen mag, besessen sein, sondern auch Institutionen. Und darunter unter diesem Aspekt macht der Sturm auf das Kapitol nochmal anders Sinn, weil ja auch schon in den Tagen und Wochen davor mit diesen sogenannten Jericho-Märschen eben genau diese geistliche Kriegsführung betrieben wurde, wo man also sagt, man geht quasi betend, und das wird wirklich mit Karten gemacht, wo man sagt, okay, wir marschieren das jetzt strategisch ab und wir beten währenddessen, um diese bösen Dämonen zu vertreiben. Und dementsprechend ist es dann auch nach dieser Logik keine Entweihung mehr des Kapitols zum Beispiel, selbst wenn man im Kapitol
defekiert, weil es ist ja ohnehin schon, was passiert ist beim Sturm auf das Kapitol, weil es ist ja ohnehin schon eine Institution, die von Dämonen befallen ist, wenn man ohnehin davon ausgeht, ja, dass Demokraten mit dem Teufel im Bunde sind. Und dann sind wir wieder bei QAnon. Dieser Verschwörungsmythos geht ja von einer globalen Verschwörung von einem Kinderhandelsring aus. Und das war ja auch schon während des ersten Wahlkampfs von Trump so, dass es hieß, Hillary Clinton frisst Kinder. Das mag extrem klingen, aber das wird in Teilen tatsächlich geglaubt. Ja. Und das ist auch nicht so verwunderlich, weil ich habe erst vor kurzem mit einem selbst ehemals evangelikalen Religionswissenschaftler gesprochen, der sagte, man muss sich das halt so vorstellen, wenn ich jedes Mal morgens das Radio anmache und selbst wenn ich mich damit nur berieseln lasse und ich höre immer wieder, Hillary Clinton ist ein Dämon, ja, und ich habe sonst keine anderen Informationsquellen, ich befinde mich in einem Raum, wo auch mein ganzes soziales Leben in diesen Räumen stattfindet, dann ist es nicht verwunderlich, dass Leute radikalisiert werden. Ja. Womit wir wieder bei den Medien wären, beim Rückgang des Lokaljournalismus. Ja. Okay, das ist alles ganz schön frustrierend. Ja. Es ist alles ganz schön krass. Und, soll ich einen kurzen Hoffnungsschimmer? Ich bitte darum, irgendwas, worauf wir uns freuen können bei den Midterms oder bei den nächsten Wahlen, irgendeine Hoffnung, die wir für die USA noch sehen. Okay. Eine Lampe im Dunkeln. Also die Midterms eignen sich, fürchte ich, nicht dazu. Das Positive ist, das Ganze und auch diese ganzen Attacken auf die Demokratie, die dann auch im Buch noch gerade im Hinblick auf die Midterms und auf 2024 beschrieben werden, es ist kein Selbstläufer. Also es ist jetzt nicht so, dass das ein Automatismus ist und das muss alles so kommen, sondern es gibt ja durchaus Möglichkeiten, wie sich das verhindern lässt. Die Frage ist nur, ob diese Möglichkeiten genutzt werden. Also ein Beispiel wäre die Erweiterung des obersten Gerichtshofs. Ein Beispiel wäre eine Justizreform, weil eben nicht nur der oberste Gerichtshof mittlerweile extrem rechts besetzt ist, sondern auch die Bundesgerichte, was Demokraten, muss man sagen, lange einfach verpennt haben. Genauso wie sie viele Wahlen auf Bundesstaatsebene verpennt haben. Man hat jetzt zum Beispiel in Georgia gesehen, im Januar bei der Senatswahl um die zwei Senatsposten in einem tiefroten, also tief republikanischen Staat, dass es durchaus möglich ist, dass man dort Demokraten wählen kann. Man muss dafür eben vor Ort Strukturen aufbauen, die die anderen schon sehr lange haben. Aber wie gesagt, Georgia hat gezeigt, es ist nicht unmöglich. Und du hast die Midterms erwähnt, die Midterms sind tatsächlich so eine Zeitmarkierung, also die Zeit läuft. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt so positiv ist, es ist kein Selbstläufer. Es geht. Es ist kein Selbstläufer. Man kann es verhindern, das mit Optimismus und Arbeit. Das ist sehr gut. Vielen Dank, Annika Brockschmidt, für diese vielen Einblicke. Danke euch fürs Kommen und fürs freiwillig Anhören. Das Buch Amerikas Gotteskrieger könnt ihr erwerben. Ich empfehle es euch sehr, es auch zu tun. Vorne ist der Büchertisch. Annika wird, denke ich, auch signieren. Und genau, ihr solltet das unbedingt lesen und auch Annika auf Twitter folgen, wer Twitter hat, unter Ardent Historian. Genau. Bitte nicht von der Schriftgröße der Fußnoten abschrecken lassen. Es sind streng genommen keine Fußnoten, sondern Endnoten geworden, weil man mir sagte, dass Fußnoten über 1000 abschreckend wirken würden. Deswegen haben wir sie ans Ende gepackt. Woran man aber auch sieht an den vielen Fußnoten, Endnoten und einem Literaturverzeichnis, wie krass intensiv recherchiert dieses Buch ist. Also wirklich wie dicht und genau. Ihr könnt das jetzt kaufen. Und, sehr gerne. Das war's. Vielen Dank. Danke euch.